Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von ETS. ATS, goddammit. Ist ja schlimm hier, was ist los? Also, wir haben noch gut 600 Meilen, glaube ich, vor uns. Wenn ich mich nicht ganz irre. So. Ach ja. Die Zirpen zirpen, das Gras grast. Sehr geil. Ja, der Schnicke. Diese geleckten Felgen, ne? So müssen Chromfelgen aussehen. Ich muss schon sagen, unser LKW sieht schon schick aus. Ne, bald sollten wir vielleicht hinten mal auf drei Achsen gehen oder so. Ja. Sieht ja noch nicht so. Ist noch nicht 50 Wheels of Steel. Ja. Oder wie ich das früher genannt hatte. Aber ich habe privat habe ich einen Spielstand, da hat mein LKW schon 50 Räder, klar. Da hat mein LKW hinten schon drei Achsen. Und da kommst du so genau auf. Wie war das? Warte mal, jetzt muss ich überlegen. Genau. Da hast du halt hinten drei Achsen, da drei Achsen, drei Achsen und da drei Achsen. Das heißt also insgesamt 12 Achsen. Jede Achse hat halt vier Reifen, also vier Räder. Deswegen hast du halt 48 Reifen da schon, 48 Räder. Und dann vorne halt die beiden Gelenkten, also deine, ne, die vorne halt. Und da hast du dann halt insgesamt genau 50 Räder. Und deswegen habe ich diesen Spielstand, also diesen Save Point, habe ich dann einfach 50 Wheels of Steel genannt. Angelehnt, wer hätte gedacht, an den Filmtitel 50 Shades of Grey. Und dem guten alten Spiel 18 Wheels of Steel. Quasi eine Kreuzung aus den beiden. Ja. So, unnötiges Wissen vorbei, dann geht's weiter. Okay, here we go. Wir könnten ja eigentlich auch gleich richtig Pause machen, gell? Wobei, ist jetzt mitten am Tag. Wir haben noch 30 Stunden. Wir brauchen gar keine Stunde, weil es nicht angezeigt wird. Leck mich am Arsch. Sehen wir es hier? Ne, sehen wir nur die Restzeit. Da müssten wir dann höchstens in die Map gehen. So. 7 Stunden brauchen wir noch. Cool, dann könnten wir also wirklich. Aber wie gesagt, jetzt pennen macht keinen Sinn, dann wachen wir mitten in der Nacht auf. Wir fahren also auf jeden Fall noch ein Stück. Wir müssen es halt nur im Hinterkopf behalten. Wann die nächste Pause ist, die ist in 5 Stunden bereits. Heieiei. Ja, wie ich mir nämlich dachte, so viele Punkte gibt es hier nämlich gar nicht. Der ist aber wahrscheinlich noch zu nah. Ja, 2 Stunden. Das sind wiederum 6 Stunden. Ah, Kacke. Das heißt, wir werden wahrscheinlich dann auf irgendeinen von diesen abgelegeneren Plätzen hier dann rasten. Wahrscheinlich denn den hier, weil da können wir hier einmal direkt so rumfahren und dann da direkt weiterfahren. Macht also vom Logistischen her am ehesten Sinn und sind doch genau 4 Stunden. Ich glaube, so machen wir das. Das sieht gut aus. Ja, genau, hier kann man auch. Sieht aus wie eine schöne große Fläche, wo wir mit unserem Auflieger auch Platz finden dürften. Ja, da muss ich auch mal drauf achten. Ich meine, wir können auch einfach den Auflieger abkuppeln. Damit wir das Spiel überzeugt bekommen, ja, wir können dort pennen. Es ist halt so dumm. Also normalerweise im echten Leben könntest du dich einfach überall hinstellen und einfach pennen. Gut, bei manchen Punkten ist vielleicht die Polizei jetzt nicht so erfreut. So, lässt uns vorbei, lässt uns vorbei. Wenn nicht, Pech gehabt.
Aber wie gesagt, hier im Spiel, der musste halt immer komplett auf dem Ding drauf sein. Und wenn du halt so einen Auflieger hast, ist das halt schwer. Und das ist halt immer ein bisschen nervig. Ich weiß, dass mit diesen ganzen Schwerlasttransporten und diese großen Auflieger, glaube auch, ist ein extra DLC. Ist es also nicht Teil des Core-Games, wenn man so möchte. Allerdings ist das ein DLC von SCS Software selbst. Das heißt, die müssten schon darauf achten, dass das DLC auch so funktioniert, dass es halt funktioniert. Vor allem, weil ja hier in also ich muss mich bei The Way noch umschalten. So. Ach, guck mal, er hat behalten, dass das Display aus ist. Das hat er behalten. Sehr schön. Vor allem, weil es ja bei dem Texas DLC soll es ja jetzt auch sehr viele Schwerlasttransportmissionen geben. Von daher sollte es sowieso ein bisschen mehr darauf ausgelegt sein, dass man hier auch ordentlich parken kann. Ich meine, in diesen richtigen Schwerlastmissionen, also da, wo du mit Begleitfahrzeugen fährst, da kannst du eh nicht pennen. Ja? Aber. So, wir können eigentlich bei mal unser Tempomat wieder rein einstellen. Und einfach mal schön auf den Bahnstreifen fahren. So, 100 mph ist natürlich kompletter Schwachsinn. Mach mal 80. Ich fahre gerade wie ein Besoffener. Entweder auf dem Bahnstreifen oder links auf der Spur. Was ist denn los mit mir? Das ist nicht gut. Schon kommen wir wieder in eine Gegend, wo es wieder ein bisschen grüner ist. Sehr schön. Von hinten die Bäume richtig, ne? Richtig Wald. Dachte immer, sowas kennt die Texaner gar nicht. Ich finde es ja gefährlich, auf so einer Straße 75 fahren zu dürfen, wo der Gegenverkehr nur eine Spur von dir entfernt ist. Weiß ich nicht. Vor allem hier, wo es oder so bergab geht und sowas. Sehr gefährlich. Gerade wenn es im Winter mal ein bisschen glatter ist, wenn so Blitzeis ist, was in Amerika durchaus häufig vorkommt. Dann kann es bei so einem Ort schon ganz schön gefährlich werden. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie kalt und vor allen Dingen wie schnell kalt es in Texas wird. Ah.
Ist ein Aussichtspunkt? Wahrscheinlich, ne? Fahr, 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 fahr! Das war aber erstmal nach links kommen, ne? Verdammt! So. Danke. Aber schaffen wir noch? Nein. Ja. Okay. Bremsen habe ich jetzt auch nicht mehr geschafft. Ja, yeah, Aussichtspunkt. Wusste ich's doch. So, wir müssen nur gucken, wie wir da raufkommen. Wo ist er? Ach, da. Ah. Da ist der. Gut versteckt, Alter. Erstens grüner Baum. Bäume und dann ist es dann so schon so kontrastreich. Da siehst du sowas dann relativ schnell mal nicht. Dann müssen wir da auf der Straße wenden, ne? Weil es aber wirklich günstiger war, wahrscheinlich auch so einen Auflieger auf der Straße stehen zu lassen. Und mit dem Auflieger da rumzugondeln. Kann nur schief gehen. Ups. Mann, hier war Stau. Kack. Ich dachte, er fährt weiter. Hätte so gut gepasst, wenn er einfach weitergefahren wäre. Komm ich jetzt überhaupt lang? Nee, ne? Jetzt fährt er natürlich auch noch rückwärts. Warum müssen die mal rückwärts fahren, bevor sie einfach weiterfahren? Das ist so komisch bei diesen NPCs, dass sobald sie wieder frei sind, erstmal rückwärts fahren. Egal, ob sie nach vorne Platz haben oder nicht. Wow, 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 wow. Ah, gut geparkt. Sieht schick aus. Frederiksberg. Okay. Das sieht schon schick aus, ne? Auch hier vorne mit den Blumen im Vordergrund. Sieht schon schnieker aus. Die Textur mit der Steintafel hätten sie die Textur ein bisschen höher auflöser machen können. Bei 4K könnte man die Schrift locker schon, naja, lesen jetzt nicht, aber locker die Schrift, also schon fast lesen. Aber das ist, weil er gerade verwaschen ist, fuck. Naja. So, dann wollen wir mal unseren Auflieger wieder aus dem Dreck ziehen. Bye.
Also für die, die sich wundern, ich habe immer kategorisch einfaches Aufsatteln deaktiviert. Also ich habe immer dieses erfahrene Aufsatteln. Weil ich bin echt kein Freund von diesem einfachen Aufsatteln. Das sieht ja immer aus wie Kindergeburtstag, ja. Erstens, wenn du Traxsimulator spielst, dann gehört Aufsatteln einfach mit dazu. Zu Punkt. Und zum Zweiten, ist halt immer super hässlich, wenn der LKW da steht, der Auflieger steht dann da, du drückst den T und der Auflieger springt einfach zu dem LKW. Das ist halt super hässlich. So, kommen wir jetzt irgendwie auf die rechte Spur? Nee, ne? Ist das schlimm? Nee, ne? Okay, let's go. Einkommen, yeah. Guck mal, wir haben wieder über 100.000. Können wir direkt mal hier einfach das Ding zurückgeben, ne? Tada! Wow. Deswegen meine ich ja, ne? Unsere Fahrer machen schon ordentlich Knete mittlerweile. Also schon geil. So, wir dürfen wieder 50 fahren und dann sind wir jetzt sogar wieder 60, ne? Ja, sehr geil. So, nachdem ziehen wir mal wieder ein bisschen nach rechts. So, ist frei, sehr gut. Sowas hier liebe ich immer vom optischen her. Wenn so neben der Straße so ein Bach lang führt und dann immer unter die ganzen Abzweige lang geht. Ist ja gerade hier bei uns in Europa in ländlichen Gebieten sehr häufig der Fall. In Amerika jetzt gar nicht so ein Ding, glaube ich. Aber gerade in Europa, in so ländlichen Gebieten, hast du das ja wirklich sehr häufig. Dass du neben den eigentlichen Straßen hast du wieder so einen Sumpf, der da lang geht, oder halt Wasserkanäle, die dann halt genauso unter anderen Straßen drunter durchgeführt werden. So, warum kommen die alle nicht aus dem Knick? Wir dürften 60 Leute, jetzt sogar 75. Und die gehört hier mit 40 rum. Sagte er und schon rasten alle davon. Ey, bleibt hier! Ich bin so allein. Ah, gut. Beim Bergauf wird es wahrscheinlich auch nicht besser werden. Wir haben jetzt ist schon ein rotes Bett. The fuck? Hat sie nicht voll viel Zeit noch? Also, wir haben immer noch eine Stunde. Nee, also mit was da ist und ach ja, weil wir abgekuppelt hatten, wurde jetzt auch die Spur zurückgesetzt. Ja, wir brauchen noch mehr als eine Stunde. Was denn da passiert? Hätte ich ja doch da pennen können. Hier ist alles zu eng, da kommen wir nie im Leben voran. Hier ist es auch ganz schön eng. Ja. Mal gucken, vielleicht können wir hier einmal schön übers Feld und dann hier da wieder zurück. Mal gucken, wie es aussieht. Können wir nicht doch hier lang fahren? So, genau so. Macht viel mehr Sinn. Sag ich jetzt einfach mal so. Ready to roll. Nur noch 60? Oh. Nur 45? Oh mein Gott. Kein Wunder, dass wir hier nicht vorankommen.
Oh, schon wieder rot. Fahr doch mal bitte. Los. Ich will dich schon wieder rot haben. Nein, ich habe wieder rot. Der Dieb soll an. Okay, kann man vergessen. Wir müssen hier vorne direkt pennen. Wir kommen da nie im Leben an. Ich meine, Reset haben wir zum Glück noch mehr als genug, keine Frage. Wir haben noch 25 Stunden, also, ne, ist aber... Ja, das ist schon traurig. Ich weiß. Sehr geil die Gegend hier. Keep left and then continue straight on. Nun ist schon wieder rot. Oh, ihr Schweine. Ich weiß. Warum lenke ich? Wieso diese? So, rechts ist frei, dann gehen wir da rechts. Wobei wir müssen ja später dann hart nach rechts abbiegen, ne? Dann müssen wir ja sowieso wieder auf die linke Spur wegen Auflieger und so. Ah, mal schauen. Boah, Alter, wie das hier aussieht, Alter, guckt euch das an, Alter. Was zur Hölle sieht das geil aus? What the fuck? Boah, Alter, sieht das krass aus. Achso, warte mal kurz. Okay, kann ich einfach geradeaus weiter. Leute, guckt euch das an. Ich sag's ja, Texas ist so schön geworden. Die hält sie am Courtney aus. Also ich weiß auf jeden Fall, so mein nächsten Spielstand, den ich irgendwann mal starte. Wieso hab ich da rot? Wieso hab ich rot? Oh mein Gott. Den nächsten Spielstand, den ich... Hups, okay, kann ich auch weiterfahren. Den nächsten Spielstand, den ich starte, will ich auf jeden Fall in Texas starten. Das steht fest. Das sieht so gut aus hier. Leute, sieht das gut aus. Also beschweren kann man sich da eigentlich eher weniger. Kennt dieses Meme überhaupt noch irgendjemand? Obwohl, das ging so viral, das kennt wahrscheinlich immer noch Ida. Vor allem wie die Autobahn hier auch hoch und runter geht, oder wie geht hoch und runter, weiß man auch nicht. Aber die ist wahrscheinlich wirklich die Autobahn. So hügelig ist die Gegend hier nicht. Alter, wie geil das. Oh, schon wieder rot. Bleib stehen. Ja. Ha. Und wieder grün. Alter, guckt euch da vorne diese Steinfront, hier diese Steinfassade an. Oh, sieht das geil aus. Ich will jetzt sofort hochfahren.
Oh mein Gott. Ich bin verliebt. Oh, guck, diese Aussicht einfach. Oh mein Gott. Was haben die hier getan? Also, wenn die so weitermachen. Ich glaube, dann spiele ich nur noch ATS. ATS sieht halt mittlerweile so viel schöner und abwechslungsreicher aus als ETS. Ich weiß, ETS hat auch seine schönen Seiten, keine Frage. ETS hat auch viele coole Sachen. Und jeder hat so seine Vorteile, ne? Gerade so Waldregionen und so in ETS sehen auch schon geil aus. Aber für mich persönlich, so im Alltag, überwiegt halt ATS mittlerweile bei weitem. Gerade weil du halt in ETS so eine Städte hast wie Deutschland. Städte. Also Gebiete hast wie Deutschland, die halt immer noch aussehen wie zu ETS 1 Zeiten. Also super unspannend. Nur gerade ausdüften war. Egal. Nächster Bieger haben wir heute mal frei. So, jetzt ist die Frage, kommen wir hier rauf. Sieht gut aus, aber ich weiß nicht, wo wir da pennen können. Oder wir sollten einfach darauf fahren, wobei nee, da zu eng. Da kommen wir mit. Obwohl, wir könnten da hinten reinfahren. Na gut, wir gucken erstmal, ob wir hier pennen können und wenn nicht, nehmen wir mal den Umweg. Ich weiß aber echt nicht, wo wir hier pennen sollen. Müssen wir da rumfahren, damit wir pennen können oder so? Ich versuche erstmal gerade raufzufahren. So, hier müssen wir jetzt eigentlich pennen können. Laut dem blauen Punkt. Oh, guckt euch das an, Alter. Ah, nee. Da hat schon ist jetzt die Meldung, dass wir schlafen können. Sieht nicht gut aus, ne? Geil! Ja, noch ein Stück. Jawohl, ja! Boom! Geil! Sehr schnieke, hat doch geklappt! Was war auch bloß ein Millimeter Platz, ha? Also wenn der Auflieger ein Meter länger gewesen wäre, wäre die Frame zu Ende gewesen. Aber hey, ich glaube von den normalen Aufliegern ist der Auflieger, den wir jetzt gerade haben, sowieso der längste. Von daher reicht er aus. So, ich bleib jetzt gleich mal hier auf der linken Spur, wobei, da vorne. Ah, okay, da vorne können wir wieder den Schleichweg benutzen. Oder? Nee, doch nicht. Scheiße. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. So. Hat doch gepasst. So. Jetzt müssen wir eigentlich locker bis zum Ziel kommen. So, wir bleiben erstmal hier unten auf der Straße. Naja, klappe Mädel. So, dann gucken wir mal. Okay. Gut, wie man sieht, kommen die rechts alle vorbei.
Ja, locker. Easy. Okay. Dann soll das für die Folge auch gewesen sein. Und ja, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, wenn wir dann wahrscheinlich das letzte Stück fahren, weil wir haben ja bloß noch 270 Meilen, glaube. Ja, dann haben wir diese Mission geschafft. Bis dann.